Warum seid ihr heute hier? Wofür demonstriert ihr? Hier könnt ihr reden. Ihr redet. Was haben wir? Wofür demonstriert ihr heute hier? Ja, eigentlich haben wir nur, weil wir schulfrei haben, sind wir eigentlich hier. Nein! Also, wir haben alle Plakate, darauf können Sie das lesen. Was steht da drauf? Nee, ich meine, das ist ja auch kalt, hier zu stehen, ne? Das ist ja... Kalt? Ja, oder? Wollen Sie mal bei uns auf den Berg kommen? Da pfeift der Winter woanders. Noch mehr? Oh. Von wo seid ihr denn gekommen heute? Wir kommen von weit weg. Niedersachsen, Hannover, da noch ein bisschen dahinter. 4 Stunden Anfahrt. Gut, aber ich meine jetzt 4 Stunden Anfahrt, das hat ja einen Grund. Das machen wir ja nicht einfach so. Das stimmt. Wahrscheinlich gibt es auch zu Hause auf dem Hof genug zu arbeiten. Ja. Deswegen interessiert es mich wirklich, warum ihr hier seid. Also warum ihr diese, welche Botschaft... Weil uns, wenn das hier durchgeht, was sie vorhaben, die Arbeit sich nicht mehr lohnen wird, die wir da jeden Tag reinstecken. Weil uns da einfach sehr viel Liquidität verloren geht, um weiter zu wirtschaften, auf Dauer. Ne, das sind bei manchen ist das im 6-stelligen Bereich. So, und das ist ein wesentlicher Wert, der zu kurz kommt. So, wenn Sie mir jetzt erzählen können, wo wir den Wert anders herkommen, können wir auch alle nach Hause gehen. Aber das kann noch keiner. In welchem landwirtschaftlichen Bereich sind Sie tätig? Tierhaltung und Ackerbau. Mhm. Was sind da die größten, sagen wir, Herausforderungen oder wo drückt da der Schuh am meisten, ganz konkret jetzt? Naja, der Schuh, der drückt grundsätzlich schon seit einigen Jahren, weil es ja immer verschärft wird. Und dies ist nochmal ein oben drauf. So. So. Ne, das war nochmal so eine kleine, naja, ich nenne es jetzt gar keine Liquiditätsspritze, aber es war einfach so, ja, es ist ja auch gerechtfertigt. So, ne, der Kraftfahrzeugsteuer und auch der Sprit, das ist ja für die Straßen. Ihre Kraftfahrzeugsteuer für Ihren Auto wird ja auch dafür genutzt, um die Teerstraßen neu zu machen. Auf dem Acker brauchen wir keinen Teer und auch keine Pflastersteine. So, und das ist so, das passt nicht so gut zusammen. Und was muss besser werden, ganz konkret? Was sind die Forderungen? Na, dies soll nicht stattfinden, was wir vorhaben. Das wäre ja schon mal toll. Wäre schon mal ein Anfang. Entschuldigung. Sorry. Ja, wäre ja schon mal ein Anfang, ja. Und wovon sind Sie, wenn ich fragen darf? YouTube-Kanal Martin Lejeune. Da Martin Lejeune? Bin ich schon seit ein paar Jahren dabei. Kann ich das bei folgen? Ja. Einfach okay. So eingeben bei YouTube. Ja. Sieht man dann. Das mache ich. Dann wünsche ich ganz viel Erfolg euch heute. Ja, Ihnen auch. Ich hoffe, Sie haben noch ein paar tolle Gespräche heute. Ja, vielen Dank. Das war eins davon. Vielen herzlichen Dank. Und alles Gute, gute Rückfahrt nachher. Ne? Tschüss. Ciao. Was wolltest du noch erzählen? Ich war gestern bei einem Treffen der Atlas-Initiative Berlin. Ich bin dort Mitglied seit März und wollte mal zum Thema einfach gestrickt sein was sagen. Weil auch in diesen Kreisen, wo man ja denkt, die sind vermeintlich doch deutlich erwachter als in der Durchschnitt der Bevölkerung, muss ich halt immer wieder feststellen, wie einfach auch in diesen Kreisen gedacht wird. Weil man verlässt sich jetzt sozusagen völlig passiv auf die Parteigründung von Karl Maaßen, die jetzt geplant ist. Ja. Und dann hatte ich das Thema Bauerndemo heute hier ins Spiel gebracht. Ich sage, kommt doch mal morgen hier vorbei, könnt ihr gleich mal mitdemonstrieren. Und da merkte ich, kein Interesse, warum soll ich mich jetzt hier bei 7 Grad... Wer sagte das? ...draußen hinstellen. Von den 10 Leuten, die da waren, eigentlich alle. Bis auf einen. Und von denen wirst du hier auch keinen sehen. Obwohl, vorhin habe ich hier einen gesehen, mit dem habe ich auch ein kurzes Interview gemacht. Der hat ein Plakat an Markus Krall gerichtet. Der war aber nicht aus Berlin, sondern aus Niedersachsen. Mhm. Also eine Person aus Niedersachsen hatte hier gerade so ein Markus Krall Plakat. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Nein, noch nicht. Aber das kannst du dann auch auf meinem YouTube-Kanal sehen, das Interview mit dem Anhänger von Markus Krall aus Niedersachsen. Ein Landwirt. Ein Landwirt. Ja. So ein echter Bauer. Mhm. Die bei dem Treffen waren, von dem du jetzt gerade erzählt hast, sind keine Bauern. Nee. Das muss ein anderes Treffen gewesen sein. Ja, aber ich meine jetzt dein Treffen, wo du warst. Da waren keine. Sondern was hatten die so für Berufe, so ungefähr? Oh, da sind, was ist so der typische Querschnitt bei der Atlas-Initiative? Da sind Anwälte, da sind
Dozenten, ganz unterschiedliche Mischungen, oftmals aus dem gut situierten gesellschaftlichen Bereich. Ja, gehobener Mittelstand bis weiter darüber hinaus. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist die Atlas-Initiative? Ja, das ist eine gute Frage, was die Atlas-Initiative ist. Ich habe es bisher noch nicht herausgefunden. Aber du warst auch auf dem Treffen. Ja, na gut, aber da kriegst du ja keine Antwort. Also du musst ja selbst recherchieren. Und man muss natürlich selbst in die Tiefe gehen. Aber wenn du auf ein Treffen gehst, musst du doch wissen, wo gehe ich da hin. Wo muss ich wissen, was willst du? Wissen, wo du da hingehst. Ja, na grundsätzlich ich weiß ja deren Aussagen. Die kenne ich ja. Ich kenne die Aussagen von Krall, ich kenne deren Satzung. Die habe ich mir genau angeguckt. Und was stelle ich fest, wenn ich die Satzung lese und wenn ich die Aussagen von Markus Krall höre? Eklatante Widersprüche, die kaum jemand auffallen. Ja, da weiß ja schon mal mehr als ich. Also erzähl mir doch mehr über die Widersprüche. Na, die Widersprüche sind äußerst eklatant. Also, fangen wir mal von vorne an. Fangen wir einfach mal von vorne an. Genau. Ich betreibe seit März diesen Jahres einen Telegram-Kanal über Wilhelm Röpke. Über wen? Wilhelm Röpke. Ich weiß nicht, ob du diesen Ökonomen kennst. Nee, sag nochmal den Namen. Wilhelm Röpke. Nee, tatsächlich nicht, sorry. Ja, und den halte ich für äußerst bedeutend und damit sollte man sich beschäftigen. Das ist ein liberaler Ökonom gewesen, der hatte in der Adenauer-Erhard-Regierung im Hintergrund als Berater nennenswerten Einfluss gehabt, okay. Konnte sich aber auch nur zu einem Bruchteil damals durchsetzen. Ne? Das ganze Thema soziale Marktwirtschaft, was damals war, relativ liberal. Und er hat Bücher geschrieben, die herausragend sind. Ja. Und in diesem Telegram-Kanal mache ich eine Werkschau über ihn. So. Jetzt steht auf der Website von der Atlas-Initiative, sie verstehen sich von den Inhalten her als ordoliberal und wertekonservativ. Das ist Röpke. Das ist Röpke. Das ist im Grunde genommen genau wie im Röpke. So, jetzt liest das Buch von Krall, Freiheit oder Untergang. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Nein. Da sind die fünf Säulen der Freiheit genannt von ihm. Die sind deckungsgleich mit Röpke. Mhm. So, warum in Gottes Namen, wenn du Krall bei YouTube, überall wo er Reden hält, ja. Es geht nur um Ludwig von Mises und es geht um Friedrich August von Hayek. Das ist aber inhaltlich ein enormer Unterschied zu Röpke. Mhm. Das ist ein völlig anderer Liberalismus. Und das ist der Liberalismus, der uns unter anderem in diesen unglücklichen Neoliberalismus hineingetrieben hat. Friedman, Chicago Boys und so weiter. Das ist nicht der Liberalismus, den wir wollen. Ja, und die Frage ist eigentlich, wo will Krall und Co. eigentlich hin? Wo will Benjamin Mutler hin? Und diese Fragen bekomme ich bisher nicht beantwortet. Mhm. Da bin ich aber dran. Ja, und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Wo wollen diese Leute eigentlich hin? Wohin? Ja, weil Liberalismus ist ja grundsätzlich schon mal ein guter Ansatz. Das ist ja der Gegenpart zu dem, was wir eher marxistisch, die Tendenz ist ja in eine marxistisch-kollektivistische Richtung, was hier passiert. Ne? So, und da kommt ein nächster Widerspruch. Dann hörst du auf den ganzen alternativen Telegram-Kanälen, wird ständig vom liberalen Westen gesprochen. Was passiert denn da eigentlich? Da wird der Begriff Liberalismus abgewertet. Weil dieser Westen ist nicht liberal, er ist marxistisch, immer mehr von der Ausprägung her. Das heißt, wir haben hier diese typische Verdrehung von Begriffen. Und darauf möchte ich hinweisen. Das ist ganz wichtig. Ja? Da sind so viele Widersprüche und Begriffsverwirrungen, die wir erstmal klären müssen, bevor wir weiter diskutieren. Konntest du die gestern Abend klären? Nein, überhaupt nicht, weil mich auch gar keiner verstanden hat. Das ist das nächste Problem. Obwohl das gebildete Leute sind? Ja. Du hast die Satzung von der Atlas-Initiative gelesen. Also ganz grob zusammengefasst, was steht da drin? Naja, der Hauptsatz ist eben, dass sie sich, dass sie mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eben übereinstimmen, wobei man ja die hier kläglich vermisst. Okay, aber das ist wirklich hier Geschwafel. Und dann eben, als was sie sich verstehen inhaltlich. Ne? Und da steht ganz klar und deutlich ordoliberal Werte drin. So, und das deckt sich aber nicht aus meiner Sicht mit den Aussagen von Krall. Weil wenn er sich auf Ökonomen bezieht, die das nicht zum Inhalt haben, sondern eine andere Form von Liberalismus, ist das für mich ein Verwirrungsprogramm. Und was erwartest du, oder hast du Erwartungen an die Partei von Krall, die Nein. zu gründen ist? Man muss sich natürlich die Frage stellen, wem dient er eigentlich? Auch bei diesen Leuten. Dann tut er sich mit Maaßen zusammen. Das ist ein Ex-Verfassungsschutzpräsident. Auch das sollte man natürlich hinterfragen. Muss ich so jemandem erstmal grundsätzlich trauen? Glaube ich nicht. Sollte ich hinterfragen zumindest? Zumindest sollte ich misstrauisch sein. Und dann ist es natürlich wieder das alte Rezept
was muss ich machen? Ich muss eine neue Partei gründen. Und ich glaube, das ist nun mittlerweile so abgewatscht, das Thema. Also ich glaube, wir sollten mal darüber hinausdenken. Also ich will das Parteiensystem abschaffen, wenn man mich fragt. Das wäre mein Ziel. Also warum? Warum? Na, warum? Naja, weil Lobbyismus, Verfilzung, Korporatismus, das ganze Thema. Und jede Partei, die neu gegründet wird, wird über kurz oder lang wieder in diese Strukturen hineingeboren. Und die kommen auch aus dem System nicht raus. Sie bewegen sich immer wieder in den gleichen Kreislauf. Ja? Also du kommst doch durch eine neue Parteigründung nicht aus dem System raus. Was hältst du denn von Wagenknechts Parteigründung? Sarah Wagenknecht. Ja, überhaupt nichts. Ja, was soll man dazu sagen? Also, es ist überhaupt nicht klar. Ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt noch Kommunistin ist. Ich weiß es nicht. Da würde ich mich gerne mal intensiv mit ihr unterhalten. Sie sagt, sie sei keine Kommunistin. Ja. Sagt sie. Sagt sie? Sagt sie. Ich habe ihr Buch von 2019 gelesen, Reichtum ohne Gier. Da sind viele gute Ansätze drin. Das hat mich durchaus stellenweise begeistert. Da sind Sachen drin, die man wirklich übernehmen könnte. Aber wie gesagt, das ist eine neue Parteigründung. Und genau. Du weißt auch nicht, wem Sarah Wagenknecht letztendlich dient. Ja, auch sie sich selber? Alles. Sich selber? Im Zweifel? Ja. Sich selber? Ja. Also sie legt ja wohl Wert auf Öffentlichkeit. Steht gerne im Rampenlicht. Genau, auf Einnahmen, also Buchverkäufe, Gewinne. Ich weiß es vom Bekannten, der bei der Linken ist, der sie schon in Runden erlebt hat am Tisch. Es redet nur Wagenknecht an. Sie drückt eigentlich alle anderen, wenn sie mit ihr am runden Tisch sitzt, mehr oder weniger in die Ecke. Genau, also deswegen meinte ich zugespitzt, im Zweifel dient Wagenknecht einfach sich selber. Ja. Also, du willst das Parteiensystem abschaffen, aber gibt es denn im Moment eine Partei, die dich repräsentiert, von der du dich repräsentiert fühlst? Inhaltlich programmatisch habe ich mit der AfD die höchste Schnittmenge. Wenn ich mir das Programm anschaue, 192 Seiten habe ich mir durchgelesen, habe ich eine Übereinstimmungsquote von an die 90%. Du hast das gesamte Programm gelesen und sagst, ich habe 90% Übereinstimmung? Circa, über den Daumen gepeilt, ja. Aber findest du denn die Leute intelligent, die in der AfD sind? Zahlreiche schon, ja, da sind gute Leute drin. In der Führung, ich sag mal in der Führung. In der Führung, na, Alice Weidel ist sicherlich intelligent, das ist eine gute Ökonomin. Die hat Sachverstand, die Frau. Trotzdem traue ich ihr nicht. Goldman Sachs, ne, sag ich nur. Die Frage ist, das sind ja alles Leute letztendlich, die aus dem System kommen können. Ne? Und wir wissen ja, wie das Ganze funktioniert. Das sind die Honigtöpfe, die aufgestellt werden für den Widerstand. Die AfD könnte ganz einfach schlicht und ergreifend ein Honigtopf sein. Und auch BSW, Sarah Wagenknecht, könnte ein Honigtopf sein. Wir kennen ja die Tricks des Systems letztendlich. Ne? Da brauchen wir uns, glaube ich, beide nicht immer zu unterhalten, wie das Ganze funktioniert. Und also ich misstraue dem. Ich sage ja nicht, dass ich kann mich täuschen. Vielleicht wollen die uns wirklich zu was Gutem führen. Bloß das vorauszusetzen und darauf zu bauen, das davor kann ich wirklich nur warnen. Vielleicht ja, ist diese Demo einfach ein Honigtopf. Also wenn du jetzt überall Honigtöpfe siehst, ja. Also, was ist die Lösung? Ja, die Lösung wäre aus meiner Sicht, da braucht man auch sich nicht die Beine in den Bauch zu stellen, ein Generalstreik. Das ist das. Was, ach, Generalstreik. Ja, bloß wie viele Leute wollen da mitmachen, weil das Volk ist noch nicht so weit. Wollen da die Bauern mitmachen beim Generalstreik? Was meinst du? Ja, das betrifft dann eher uns, die normalen Berufstätigen. Ne? Und dann ist die Frage, wie weit reichen die Rücklagen? Die Leute haben finanzielle Verpflichtungen, wie lange können sie das durchhalten? Das übliche Thema. Natürlich, das ist schwierig, das hat auch was mit eigenen Ängsten zu tun, das ist völlig klar, sind wir alle nicht frei von. Aber das wäre die effektivste Möglichkeit aus meiner Sicht. Und ich glaube, wenn, weiß ich nicht, 15, 20 Millionen das durchziehen würden, wären wir in ein, zwei Wochen wahrscheinlich an dem Punkt, wo das System kippen würde. Aber das ist in deinen Augen noch Zukunftsmusik. Was ist? Zukunftsmusik in deinen Augen. Ja, weil die Leute noch nicht so weit sind. Und wenn ich höre, dass die Bauern hier, weil Lindner eingeknickt ist und zugesagt hat, es wird nicht gekürzt, heute Abend wieder abfahren wollen, dann merke ich, sie sind noch nicht so weit.
Haben sie so gesagt? Hat er gesagt, wer sich so schnell einlullen lässt. Wir werden mal gucken, was heute passiert. Also beobachten wir es mal. Also wenn das wirklich passiert, dann sage ich, okay, alles verstanden, wir sind noch nicht so weit. Wer sich so schnell einlullen lässt, da kann der Schmerz noch nicht groß genug sein. Wenn die Bauern heute Abend zurückfahren. Ja. Also so ist meine Interpretation. Ja, man kann man über alles unterschiedlicher Meinung sein. Aber wer so schnell einknickt, der hat den wirklichen Schuss noch nicht gehört, glaube ich. Was hat Klaus gesagt, dass er heute Abend zurückfährt? Er hat es angedeutet, ja. Aber es gibt doch Aussagen von Bauern, die sagen, nein, wir bleiben hier. Deswegen wird es spannend. Achso, deswegen wollte er nicht, dass ich das filme oder wie? Also wir müssen es einfach abwarten. Gucken, was passiert. Das war ja immer schon so, dass das ein paar sagen, wir fahren ab und die anderen sagen, wir fahren nicht ab. Und die, die nicht abfahren, die werden sicherlich nicht hier bleiben. Das glaube ich einfach nicht. Die werden vielleicht sich wieder in der Karl-Marx-Allee oder irgendwo parken. Ja. Und das letzte Mal blieben sie 80 Tage. Ja. Das hat keinen gekratzt. Weil es ja nicht wehtut, wenn die 80 Tage ein paar Schlepper irgendwo in der Ecke parken, oder? Ja, ja, ja. Wem tut denn das weh? Niemand. Wen kratzt denn das? Genau. Und wie groß war das Interesse? Das war ja irgendwann bei null. Also Anni und ich, wir waren ja wirklich, sag ich mal, die Einzigen, die wirklich von Tag 1 bis Tag 80 jeden Tag da war, egal wie hoch der Schnee war. Hunderte Videos hochgeladen, aber wen hat es denn letztendlich interessiert? Wo waren die Medien? Die waren ja eigentlich nicht da. Ja. Hab sogar noch mit dem ZDF geschrieben. Ja, einmal war es in den Logo Kindernachrichten. Mhm. Aber nie in den richtigen Erwachsenennachrichten. Mhm. Gut, haben sie auch sogar demonstriert vom ZDF, vor der ARD, vom RBB. Hat ja alles nichts gebracht. Diesmal ist es mehr angekündigt worden, ne, in den letzten Tagen. Aber ja. Gut. Ja. Schauen wir mal. Na gut, gucken wir mal. Ne? Dann vielen Dank für das Gespräch und für das Update. Ja.